brauchst du in so einem Laden? Die Leute rufen mich an und ich komme vorbei. Was für Leute? Die Leute, die nicht ins Krankenhaus können. Ich bin Dennis Moschito. Ich bin Schauspieler und seit Schock auch Drehbuchautor und Regisseur. Ich bin Daniel Rakete-Siegel. Guten Tag. Ich bin Regisseur. Ich schreibe auch. Ich mache so auch so Postproduktionsgeschichten ganz gerne. Und freue mich, hier zu sein. Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie, mehr nicht. Können Sie sich das vorstellen? Es ist wirklich sehr geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, glaube ich, so vom Ergebnis. Die Idee kam eigentlich durch eine Manga-Serie, Monster, wo auch ein Arzt im Mittelpunkt steht. Und wir dachten, dass das ein interessanter Protagonist sein könnte. Aber ganz generell sind wir beide sehr interessiert an recht klassischen Genregeschichten, die aus einer etwas anderen Perspektive erzählt sind. Also wir beide sind große Fans zum Beispiel von Shin Godzilla. Und das ist kein klassischer Godzilla-Film. Es geht eigentlich eher um die Bürokratie, die passiert, wenn Godzilla durch Tokio stampft. Und diesen verrückten Blick auf etwas, was man glaubt zu kennen, das hat uns immer sehr interessiert. Und es ist eben genau das. Der Arzt in Genregeschichten taucht halt immer nur am Rande auf. Das ist jemand, der flickt kurz jemanden zusammen und ist dann raus. Und wir haben gedacht, okay, das wäre doch eine interessante Figur, die man halt eben in den Mittelpunkt rücken kann. Ich hab Schiss, dass da was passiert. Vergiss mal deine Approbation. Wenn das rauskommt, gehst du in den Knast. Ich brauche das Geld noch heute. Ich kann damit nichts anfangen. Bezahle ich nicht. Was? Also die Frage, wie wir das so zusammen, wie man das so aufteilt überhaupt, ist so eine Frage, die uns so oft gestellt wurde, dass es wirklich entweder nur ganz einfach oder ganz schwierig ist, darauf zu antworten. Wir haben nicht jetzt eine Excel-Tabelle aufgemacht, wo wir uns aufgeschrieben haben, wer macht was, sondern es ist eigentlich ein Akt der Liebe gewesen, wenn man so möchte, so, indem wir uns einfach, wir haben vor allem gewusst, wir wollen einen Film machen und haben definiert, was heißt das eigentlich, wie wollen wir einen Film machen, was wollen wir nicht machen. Also so richtig als richtiges Projekt haben wir, würde ich sagen, 4 Jahre an dem Film gearbeitet, aber wir haben nochmal locker 4 Jahre ungefähr davor zusammengesessen, Kaffee getrunken, miteinander geredet und miteinander entwickelt, wie wollen wir eigentlich, wie ein Set funktioniert. Also was ist so ein bisschen so die Utopie, ohne dass es jetzt so ein Manifest war, das wir an die Wand genagelt haben? Wir haben wahnsinnig viel geredet. Also wir haben uns wirklich über ein Jahr jeden Tag getroffen und bei Kaffee zusammengesessen und einfach nur darüber geredet. Und tatsächlich über alles Mögliche, halt eben auch tatsächlich wie. Uns war es unglaublich wichtig, ein Team zu bauen mit Leuten, denen wir vertrauen, denen wir was zutrauen auch. Und wir wollten, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass sich Leute an diese Arbeit erinnern werden. Und also wir haben sehr viel auch über Rahmenbedingungen gesprochen. Wie wollen wir das überhaupt machen? Wie wollen wir da gemeinsam durchgehen und schauen, dass das für alle eine hervorragende, großartige Erfahrung wird? Das soll natürlich nicht heißen, dass es in voller Gänze für alle nur ein wunderschöner Ausflug auf den Ponyhof war. Das war schon ein ziemlich brutaler Dreh. Ich glaube, dass so, zumindest bei so ein paar Bereichen hat das funktioniert. Auch, dass es so eine, also wir hatten sehr früh zum Beispiel so ein starkes Bedürfnis danach, dass alle auch über Inhalt reden dürfen. Das hört sich jetzt so albern an, aber das ist ein Film ist jetzt in der Regel wirklich nicht so. Wir wollten auch total vermeiden, dass es ein Film ist, wo wir uns so hinsetzen und sagen, so, unsere Vision ist folgende. So. Und dann schreiben alle so mit und dann wird das irgendwie so nachgearbeitet, was wir irgendwie so den Leuten sagen. Wir wollten gerne einen Prozess hinkriegen, wo wir miteinander reden, wie wir es halt im Vorhinein im Buch auch gemacht haben. Aber dass es halt so ein offener Prozess oder ein möglichst offener Prozess wird, auch natürlich in den Rahmenbedingungen von so einem doch recht durchökonomisierten Prozess wie einen Film zu drehen, wo man in die Lage kommt, miteinander zu reden und dass Ideen sich entwickeln können und man nicht einfach nur einmal vorne hinschreibt, Bruno hat eine grüne Jacke an mit Reißverschluss, fährt einen Honda Integra, Punkt, 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 und dann muss das alles nur so besorgt werden. Um zurück zu deiner Frage zu kommen, es gibt... Sie sehen, sehr kompliziert. Ich hab's gesagt.
Es gab schon so eine gewisse Teilung. Dennis hat schon sehr das Buch geschrieben, was nicht heißt, dass er es alleine geschrieben hat, aber wir haben jeden Satz wahrscheinlich 33 Mal besprochen und ungefähr 34 Mal umgeschrieben. So. Und ich habe beim Drehen etwas mehr, sagen wir mal, den Ablauf der Dreharbeiten organisiert, wenn man es so möchte. Und weil Dennis auch einfach in, ich würde sagen, gibt es eine Einstellung, wo du nicht im Bild vielleicht bist? Eine. Vielleicht eine. Das ist vielleicht so die größte Trennung. Ansonsten sind wir da schon sehr, sehr tight miteinander unterwegs gewesen. Ein Großteil der Leute sind Menschen, die wir kennen und schätzen. Also ne, David Wiching, unser Editor, Paul Peek, unser DOP. Die waren sehr früh schon dabei, die waren sehr früh eingeweiht. Also der David Wiching zum Beispiel, der war schon auch in der Buchentwicklung da. Wir haben ihm auch immer wieder was gezeigt, er hat was dazu gesagt. Die haben wir sehr früh mit eingebunden. Dann Schauspieler und Schauspielerinnen sind einfach auch sehr viele Leute, mit denen ich bereits gearbeitet habe. Fari kenne ich seit 20 Jahren, mit Anne Schwarz habe ich ein Casting gehabt, wo ich, also zu einem anderen Film, wo ich sofort wusste, okay, ich muss mit ihr arbeiten irgendwann mal. Es gibt schon eine große Lust, etwas andere Filme zu machen, wirklich überall, in allen Departments. Und damit bekommt man Leute dann schon. Ich glaube, dass dieses etwas karge Buch, also es war schon ein ganz normales Drehbuch, ne? Darf man jetzt auch nicht über so tun, als hätten wir da jetzt irgendwie so einen komischen, magischen, ein leeres Blatt den Leuten nur so in die Hand gegeben. Das ist schon irgendwie ein Drehbuch gewesen, aber es ist halt irgendwie, wir haben halt das auch sprachlich versucht, extrem runterzukochen, eben auf eine sehr funktionale Sprache, sehr ablauforientiert, sage ich mal so. Kein Bruno fühlt sich traurig oder sowas, das gibt es da alles nicht. Man musste natürlich die Leute dann irgendwann auch von der wirklichen, vielleicht kommerziellen Potenzial auch irgendwie so ein bisschen überzeugen. Und dann kommen so viele andere Fragen, auch so, dass, dann ist so ein Drehbuch, das vielleicht nicht so viel, also wo das einen nicht so umarmt wie so ein Roman, dann vielleicht schwieriger. So, aber irgendwie haben wir da immer versucht, den Leuten halt irgendwie klarzumachen, dass es ein atmosphärischer Film ist und dass es eben nicht so, dass die Leute nicht so viel über ihre Gefühle reden. Wir haben immer allen Leuten erzählt, das ist ein Köln-Film und it is. So, ne? Aber natürlich erwarten alle so den Kölner Dom. Genau, irgendwann hat sich, ich liebe deine Stadt, Kölner Dom, irgendwie eine Kölsch und sowas. Das wollten wir irgendwie nicht machen, weil das nämlich ehrlich gesagt eben... Das macht der Kölner Tatort genug, das reicht auch. Ja, genau, also es ist eben halt auch nicht der Blick eines Kölners. Wir mögen Köln, lieben Köln, aber das Köln ist halt auch irgendwie klein und eng und labyrinthisch. So. War immer so ein Ding, so, ne? So ein bisschen labyrinthhafte Idee, die wir so für diesen Film hatten. So. Und all die Motive, die wir gefunden haben, die sind irgendwie, die treffen da so sehr eine Note, die wir uns so gewünscht haben, die ganze Zeit. Was alles angeht, so ein bisschen die Architektur, diese Enge, so, ne? Worauf ich wirklich hinaus will, ist so da im Rathenauviertel, in dem Übergang, wo wir da wohnen, da ist einfach, das war uns einfach wichtig, dass der Film auch da spielt. Im Grunde genommen sind ganz viele Orte auch Orte, die wir aus unserem Alltag kennen. Also wir haben wirklich zum Teil vor unserer Haustür gedreht. Wir haben uns wirklich dagegen geweigert, in irgendeiner Form, Bruno fährt mit dem Auto durch Köln im Studio zu drehen. So. Es gibt Filme, wo das vollkommen okay ist. So. Und wir fahren durch Wesselingen, wo Hintergrund alles nur schwarz ist und du siehst so Lampen und ich schwöre dir, es macht einen Unterschied. Das ist eben kein Scherz. So, ne? Leute müssen sich in Filmen wie normale Menschen verhalten dürfen. Die müssen Auto fahren, über die Straße gehen, ohne dass du spürst, dass es einen Pulk aus 50 Leuten drumherum gibt, die irgendwie mit Barken und Handzeichen und Leuchtanzeigen Leute dabei unterstützt, dass sie sich irgendwie die Schuhe zumachen oder sowas. Ist jetzt sehr kampfhaft mal formuliert, aber das ist etwas, was uns extrem wichtig war. So echt zu sein, wie es geht. Und das bezieht sich zum Beispiel eigentlich auf fast alle Motive. Und bei einem, und es gibt in jedem Motiv etwas, wo ich dir sagen kann, warum es wichtig war, das da zu machen. So, was nicht nur Look war. Als Schauspieler treibt mich an, ich interessiere mich für Menschen und alles, was Menschen bewegt.
und habe das Gefühl, dass die schauspielerische Arbeit mich klüger macht, was andere Menschen angeht, aber vor allen Dingen auch, was mich selber angeht. Das ist ein großer Motor für die Arbeit, die ich da mache. Das Filmemachen, ich liebe Genre, ich habe das Gefühl, dass noch viel möglich ist und ich wünsche mir große deutsche Genrefilme. Und ich glaube, dass, wenn wir dahin kommen, das machen zu können, dass wir Filme haben werden, nach denen sich die ganze Welt umdrehen wird. Mich treibt an, es sind zwei Sachen. Erstens, ich liebe Menschen, ich gucke sie gerne an, ich rede gerne mit ihnen, ich bin gerne in ihrer Nähe. So. Ich bohre mich gerne in Themen rein. Ich finde es schön, mich für Dinge zu interessieren. So. Man kann es auch so als Nerdism bezeichnen oder sowas. Das ist bei uns beiden auch ähnlich. Aber ich finde das einfach schön, dieses Brennglas in die Hand zu nehmen und wirklich ganz tief reinzugucken. So. Und sich da so in etwas Neues reinzulegen, sich irgendwie mit etwas zu identifizieren und etwas Neues mit daraus mitzunehmen in so einem Projekt. Das ist etwas, was ich unglaublich liebe, was mich total antreibt, weil ich nicht satt werde, das zu tun. Und Freundschaft. Haben wir beide nicht gesagt, ne? Aber stimmt eigentlich. Und Hass. Ein bisschen Hass. Okay. Ein bisschen Erotik. Vielen Dank für dieses Gespräch.